So Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talk-Woche, die wie immer mit einer freien Themennacht beginnt, wie immer montags. Also ich lade euch ein, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, ganz egal über was, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Mona und Mona ist 42. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Hallo Mona, guten Morgen. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, weil ich denke, ich habe versagt und ja, durch meines Nichthandelns habe ich einen sehr lieben Menschen verloren. Was ist da genau passiert? Ja, das ist also vor genau 9 Monaten passiert, dass mein Bruder mir eine SMS geschrieben hat, dass ich mich dringend bei ihm melden soll, weil es ihm sehr schlecht ging. Mhm. Und dann hat er auch noch auf einen Anrufbeantworter gesprochen, habe ich aber den Hörer nicht abgenommen. Da hat er auch noch mal gesagt, ich soll mich mal bei ihm melden, ihm ging es sehr dreckig. Und naja, ich habe mich deshalb nicht gemeldet, weil es schon seit 1,5 Jahren war er sehr, sehr depressiv. Mhm. Und seit 1,5 Jahren ging es so, dass er halt immer wieder Hilfe suchte und auch Gespräche suchte. Und naja, genau an dem Wochenende habe ich mir so gedacht, mein Gott, ich rufe ihn am Montag wieder an. Mhm. Na, an dem Wochenende war Muttertag, ich wollte was mit meinen Kindern unternehmen. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich war einfach so egoistisch zu denken, dass meine Ruhe halt jetzt wichtiger ist. Mhm. Und ich wollte dann halt, wie gesagt, am Montag wieder mit ihm reden. Aber am Montag war er tot. Am Montag war er tot? Ja, er hat sich das Leben genommen. Wie hat er sich das Leben genommen? Mit Tabletten. War das quasi so mit seine letzte Aktion, diese SMS zu schicken? Ja. Konnte man das zeitlich so einordnen? Nein, zeitlich nicht. Also wann er genau an diesem Wochenende gestorben ist, das weiß man nicht, ob das Samstag oder Sonntag war. Aber auf jeden Fall halt an dem Wochenende. Mhm. Und dann, naja, mache ich mir unheimlich, ja, Schuld, Selbstvorwürfe. Mhm. Weil ich immer denke, mein Gott, wenn ich jetzt mich gemeldet hätte, wäre er vielleicht noch im Leben und ich hätte ihn retten können. Und vielleicht. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ja, das. Erzähl doch mal noch ein bisschen mehr zu seiner Krankheitsgeschichte, zu seinem Vorleben, was da passiert war. Mhm. Also, mein Bruder, der hat sich vor 1,5 Jahren zur Frau umoperieren lassen, weil er also dachte, sag ich mal so, transsexuell zu sein. Ja. Und auch das hat eine Vorgeschichte. Wir sind alle, also wir sind 4 Geschwister und wir sind alle in der Kindheit schwer missbraucht worden. Ja. Und auch mit viel Gewalt und ja, und gerade mein Bruder, der war... Du sagst, er dachte, transsexuell zu sein. Ja, genau, weil ich gehe mal davon aus, wenn bis so ein dramatischer Eingriff stattfindet, nämlich eine Operation, dann ist man sich dessen ja eigentlich sicher, dass man transsexuell ist. Ja, war es aber dann nicht so. War nicht so? Nee. Er fühlte sich also sein ganzes Leben halt so ichlos und hat immer sich selber gesucht und wollte auch die Vergangenheit abstreifen. Und dann irgendwann, vor 4 Jahren war das, da hat er sich dann geoutet und sagte, er möchte jetzt eine Frau sein und sich umoperieren lassen. Wir waren natürlich alle geschockt und haben ihn dann auch immer versucht, dann darauf anzusprechen, dass er doch lieber mal eine Therapie machen soll, aufgrund unserer Vergangenheit. Und das wollte er dann nicht. Und Nun kann man das ja nicht einfach mal so eben entscheiden und geht dann zu einem Operateur. Das sind ja komplizierte Verfahren, die vorab stattfinden. Die hat er alle durchlaufen. Die hat er alle durchlaufen. Inklusive der psychologischen Gespräche. Genau, er musste ja 2 Jahre lang war er beim Psychiater. Genau. Musste dann so eine Therapie machen. Mhm. Er brauchte dafür 2 Gutachten, unterschiedliche. Und hat immer, ich habe hinterher auch nach seinem Tod die ganzen Gutachten lesen können, hat immer halt auch geschildert, wie toll alles war, die ganze Kindheit. Und dass er auch schon von der Kindheit an halt auch immer schon ein Mädchen sein wollte. Also es stimmte einfach nichts, was er überhaupt erzählt hat. Aha. Und ich habe auch hinterher nach dem Tod auch mit seinem Psychiater sprechen können. Und er sagte, man kann ja Menschen nur glauben, was er einen erzählt, ne? Mhm. Und man kann einen Menschen nicht mehr im Kopf gucken. Also er hat sich dann operieren lassen, das heißt umwandeln lassen von Mann zu Frau. Ja, genau. Und wann hat er dir denn dann das erste Mal gesagt, dass er jetzt doch eigentlich sehr unglücklich ist mit diesem... Ja,
Das war genau 3 Monate nach der Operation. 3 Monate nach der Operation. Genau, wo fast alle Transsexuellen immer ganz glücklich sind, dass sie nun endlich so sind, wie sie es sich immer gewünscht haben. Und das war ja nie, also von Anfang an nicht. Und dann ging es so rapide ab, dass er immer mehr in eine Depression reinfiel. Ja. Er war danach dann aber auch noch in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung. Ja, danach war er noch, ja. Mhm. Und dann ist er total zusammengebrochen, hatte seinen ersten Suizidversuch gehabt. Und dann haben wir ihn alle in der Klinik besucht und wie so ein Häufchen Elend saß er da und sagte immer, die Operation war ein Fehler, ich hätte das nie machen dürfen. Das ist natürlich wirklich unsagbar dramatisch. Ja. Sich dazu zu entscheiden, ist ja schon ein irrer Schritt für einen Menschen. Und wenn man es dann gemacht hat und hat das alles über sich ergehen lassen und dann festzustellen, warum war es denn das Falsche für ihn, weißt du das? Ich denke mir einfach, dass er auch die ganze Vergangenheit auch vergessen wollte, wenn wir ihn auch so angesprochen haben auf die Vergangenheit und so, dann hat er immer gesagt, den Mann oder den Jungen in mir, den gibt's nicht mehr und die Frau, die weiß von nicht, weil die es damals ja nicht gab. Ach so, und er erhoffte sich dadurch irgendwie ein neues Leben zu kreieren, die Seele ist dieselbe geblieben, wie sie vorher war. Ne? Genau, und das hat er leider vergessen, dass die Seele die gleiche bleibt. Das klingt ja wirklich wie ein hochkomplexer, psychologisch-psychiatrischer Fall. Ja. Und da liegt es ja eigentlich schon nahe zu sagen oder auch zu glauben, dass du, auch wenn du vielleicht dich da gemeldet hättest du das vielleicht um eine Woche oder um einen gewissen Zeitraum nochmal verzögern können. Aber offensichtlich war er so verzweifelt und so verstrickt in sich selbst, dass wenn die Fachleute ihm schon nicht haben helfen können, dass du ihm auch nicht hättest letztendlich helfen können. Ja. Hört sich für mich so an. Das, also vom Kopf her weiß ich das, ne? Und wie lange hattet ihr keinen, du hast das gerade schon gesagt, wie lange hattet ihr keinen Kontakt? Nur 3 Wochen, also wir hatten immer regelmäßig Kontakt und zuletzt hatte ich ihn dann vor 3 Wochen gesehen. Ja gut, aber immerhin 3 Wochen, es hätte jetzt auch so ein Kontakt sein können, dass man jeden Tag miteinander telefoniert und genau an dem Tag dann nicht, dann wäre es vielleicht noch schlimmer, aber so 3 Wochen ist dann auch schon eine relativ lange Zeit und dann kann man ja auch denken, na gut, jetzt kommt es auch auf ein paar Tage nicht an, wenn es ihm immer wieder mal schlecht gegangen war. Ich kann das verstehen, dass man sich da Vorwürfe macht. Würde ich auch machen an deiner Stelle. Aber ich glaube, objektiv betrachtet, hättest du ihm nicht wirklich helfen können. Ja, das sagen alle. Ja, sagt dir das auch dein Umfeld? Ja, alle. Ja, und die können das ja am allerbesten einschätzen, weil die kennen die... In diese Schuld habe ich mich so auch reingesteigert, dass ich selber auch sehr depressiv wurde und selber dann nach seinem Tod stationär gehen musste in die Klinik. Weil ich wollte ihn auch einfach hinterhergehen. Ich wollte selber nicht mehr leben. Und das Ganze liegt jetzt 9 Monate zurück, sagst du. Ja. Wie geht es dir heute? Also ich bin immer noch in therapeutischer Behandlung. Ja, aber das ist ja schon mal ganz gut. Mir besser, also viel besser als am Anfang. Aber es kommen auch immer schon ab und an wieder so Einbrüche, wo ich denke, nee, also ich habe alles falsch gemacht. Und aber gut ist ja, dass du dir schon mal die Hilfe geholt hast. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn du von allen Seiten das so gespiegelt bekommst, auch oder gesagt bekommst, dass die Schuld eigentlich nicht begründet ist, ist das auch schon ein guter Schritt. Ich würde dir gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Vielleicht jetzt zum Ausklang. Heute Nacht ist die Sabine hier bei mir. Ja. Du legst bitte auf und Sabine ruft dich an. Ja, okay. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Mona. Danke. Auf Wiederhören. So, Freunde, 0800 220 5050, wenn ihr mich auch gerne erreichen wollt hier im Studio, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de und bitte in eure Mail eure Telefonnummer reinschreiben und euer Thema, über das ihr mit mir sprechen wollt, möglichst nicht zu lang schreiben, dann haben die Kollegen im Hintergrund nicht so viel zu tun, weil sehr, sehr viele Mails kommen und es geht schneller, wenn man das überfliegen kann und weiß, um was es geht. domian@wdr.de, euer Thema plus eure Telefonnummer. Jetzt bin ich verbunden mit der Tina. Und Tina ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Hallo? Hallo, Domian, Ja, aber nicht so ganz gut. Da sind so Aussätze dazwischen. Wir versuchen das einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann mache ich das ab. Gemacht. Na, das wird nicht klappen, das merke ich schon. Wir versuchen es mit einem Satz nochmal. Um was geht es bei dir, Tina? Ja, ich habe mich, wie gesagt, also ich war 6 Jahre mit meinem Partner zusammen. Ja. Und der hat mich ja wirklich irgendwo immer, wie sagt man, verbal angegriffen oder auch vielleicht körperlich mal, aber nicht so wirklich. Und dann haben wir uns jetzt mal, nach 6 Jahren habe ich das mal geschafft, mich zu trennen. Mhm. Jetzt vor kurzem?
Jetzt vor kurzem. Ich wohne jetzt, jetzt die sechste Woche wohne ich jetzt hier in der Wohnung alleine. Ja, nach sechs Jahren Beziehung. Richtig, richtig. Und jetzt kommt er wieder an. Er kam jetzt, also ganz am Anfang, das war schon nach der zweiten Woche, kam er an und ich mache dann meine Wohnung, also die neue Wohnung, die er jetzt hat, wird er für mich machen. Aber ist gar nicht so. Wie, die neue Wohnung, die er jetzt hat, würde er für dich machen? Verstehe ich nicht. Genau, und das habe ich nicht verstanden. Das ich auch nicht. Wie, also, du hast eine eigene Wohnung, er hat eine neue Wohnung. Ja, genau. So, und was hat er dir jetzt angeboten? Dass ich zurück zu ihm in der, seiner neuen Wohnung. Ach so, er will die für dich zurecht machen. Ja, und nach sechs, ja, und dann nach sechs Jahren, der hat mich da immer, wie gesagt, fertig gemacht. Was heißt denn genau? Lass uns mal über diese sechs Jahre ein bisschen eingehender sprechen. Was heißt fertig gemacht? Fertig gemacht ist, ich hatte eine Freundin, die wohnte unter mir, dann durfte ich da nicht runter, dann durfte ich da nicht hin, ich durfte gar nichts. Also er hat dich sehr eingeschränkt und hat bestimmt, was du tun sollst. Richtig, genau. Genau. Du durftest auch nicht so alleine irgendwelche Dinge mal unternehmen. Nein, absolut nicht. Absolut. Immer mit ihm zusammen? Nee, der hat ja mit mir gar nichts zusammen gemacht, wenn ich doch mit ihm zusammengegangen wäre. Ich habe ja immer gesagt, komm doch mit, Uwe, komm mit, komm mit. Und wollte er nicht. Ich sage immer, ich kann das auch manchmal nicht. Ich sage, ich möchte mal gerne raus, aber mit dir. Ja. Das hat er nie gemacht. Also habt ihr sechs Jahre ziemlich oft in eurer Wohnung gesessen? Nur. Und die Kontakte so zu Freunden oder Verwandten oder Nachbarn sind eingeschlafen? Genau. Ich habe dann Freundinnen kennengelernt, durfte ich nicht. Der hat ein Hausverbot gegeben bei Freundinnen, die dann zu mir hochgekommen sind. So heftig? Ja, ganz heftig. Hast du während dieser Zeit gearbeitet oder warst du Hausfrau? Während der Zeit war ich Hausfrau, aber vorher, wo ich ihn kennengelernt habe, war ich noch am Arbeiten. Ja. Nachher ein bisschen zugrunde gegangen, weil, wie gesagt, meine Eltern sind gestorben. Ja. Nach den anderen. Und ich bin nachher wirklich ein bisschen runtergekommen in dem Sinne, weiß ich nicht. Aber ich habe trotzdem wieder versucht zu arbeiten und er aber nicht. Er nicht. Aber die meiste Zeit dieser sechs Jahre warst du Hausfrau. Kann man das so sagen? Ja, so, doch. Das kann man sagen. Und er hat dich dann quasi, durftest du denn alleine einkaufen gehen? Ja, das durfte ich schon. Das solltest du. Dafür warst du dann gut genug. Der war zu faul, irgendwas mitzumachen oder keine Ahnung. Ich sage ja auch, ja, da wollte der auch immer Freunde kennenlernen. Ja. Ja, aber meine Freunde passten ihn dann alle nicht. Hatte er denn Freunde, die zu euch zu Besuch kamen? Nee, hatte er erstmal nicht, weil er kam aus dem Niederrhein. Ja. Aber ja. Da hat man ja auch Freunde im Niederrhein. Ja. Ja, da hat er mir dann nachher vorgeworfen, ja, wegen dir bin ich hier nach Solingen gezogen und so. Ja, du bist das Arschloch, ne, also ich. Hat er denn, war er die ganze Zeit, also eure sechs Jahre, war er da arbeitslos? Ja, ja. Das heißt, ihr habt, das muss man sich auch vorstellen, ihr habt diese sechs Jahre aufeinander gekletscht, gesessen in der Wohnung. Richtig, genau. Und habt euch angenervt, oder er hat dich angenervt, mehr oder weniger. Beide gegenseitig, denke ich mal, angenervt. Ne? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht von wegen körperlich Gewalt. Hat er dich auch schon mal geschlagen? Ach, nicht wirklich, nicht wirklich. Was heißt das nicht wirklich? Entweder schlägt man jemanden oder man schlägt jemanden nicht. Schlagen in dem Sinne jetzt nicht. Er kam dann nur mal, wenn er mal drei Tage weg war, da war er bei seinem Bruder wieder rein. Da irgendwo, wo sein Bruder lebte oder wo die ganze Familie, ist auch okay, finde ich auch in Ordnung. Und dann kam er nach Hause und das ist mein Bett und hau doch ab. Hm. Ich habe auch dann immer zu ihm gesagt, ich sage, was soll das jetzt? Ich sage immer, du warst drei Tage weg, was willst du jetzt von mir? Ich sage, warum machst du mich hier so an? Da hatte ich noch einen Yorkshire Terrier gehabt, den hat er vor der Wand geklatscht. Ja, okay, ist nichts passiert, weil ich habe schon aufgepasst. Ja. Und hat er dich irgendwie weggeschubst oder sowas? Ja, mich natürlich, ja, natürlich. Na, bin ich als Frau, die halt die keine Chance hat gegen so einen Kerl, das weiß ich nicht. Ja. Er hat mich, wie gesagt, nicht geschlagen, aber er hat mich weggeschubst. Dann passiert einem schon mal was, ne? Gab es denn am Anfang eurer sechs Jahre, gab es da mal eine Weile, eine gute Zeit, dass ihr euch gut verstanden habt? Ganz wenig. Wieso hast du dich auf diesen Mann eingelassen?
Ja, das sagt mein Bruder ja heute auch, deswegen habe ich ja die Wohnung. Mein Bruder sagte nur zu mir, wenn du dich mit dem Mann wieder einlässt, ich sag und... Nee, die Frage war, warum du dich damals, warst du denn mal verliebt in diesen Mann? Natürlich, natürlich. Aber das ist dann wahrscheinlich relativ schnell, hat sich das in Luft aufgelöst, oder? Nachdem du gemerkt hast, wie er wirklich tickt. Das ist richtig, aber er kann so lieb sein. Und jetzt ist er wieder irgendwo lieb. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt am Samstag... Moment, da kommen wir gleich drauf. Jetzt will ich erst mal wissen, wieso du das 6 Jahre ausgehalten hast mit dem Kerl. Ich weiß es auch nicht, Domian. Deswegen wollte ich den Ratschlag haben. Ich weiß es nicht. Immerhin hast du ja die Kraft gehabt, nach 6 Jahren zu sagen, ich gehe. Das hast du gesagt, ne? Ich hatte das schon vor 3 Jahren versucht. Ich habe es nie geschafft. Aber du hast es jetzt geschafft. Das müssen wir ja schon mal hochheben und sehr loben. Ja, jetzt habe ich endlich mal meine Wohnung mit meinem Hund. Und genau. Und du hast es gesagt, ne? Du hast zu ihm gesagt, hier, ich will nicht mehr. Ja, genau. Wie hat er darauf, als du das zum ersten Mal dann gesagt hast und er merkte, das ist ernst gemeint, wie hat er darauf reagiert? Ja, wenn ich das sagen darf, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Du darfst ja alles sagen. Der hat zu mir gesagt, ich bin eine scheiß Hure. Und ich habe nie was mit einem anderen Mann angefangen. Der hatte mir nur gesagt, du bist eine Scheißhure. Sagte, heute ist selber mit mir 6 Jahre zusammen gewesen zu sein. Und das verstehe ich nicht. So, Tina, jetzt pass mal auf. Jetzt sag ich nochmal ein dickes Glück, einen dicken Glückwunsch, dass du die Kraft gefunden hast, von dem wegzukommen. Und jetzt lass dich bloß nicht, aber bloß nicht um den Finger wickeln und dich wieder zu ihm hinziehen. Er versucht es wieder. Er sagt wieder. Ja, da musst du jetzt Nein sagen. Sagt wieder, Tine, du bist meine Traumfrau gewesen. Das ja, super. Heißt, die Traumfrau behandelt man aber 6 Jahre anders. Und zur Traumfrau sagt man auch nicht, du Hure. Genau, und das hat er mir öfter geschrieben. Ich habe meinem Bruder die Briefe gezeigt, die der mir geschrieben hat. Die habe ich heute noch hier immer. Das wäre so ein unglaublicher Rückschritt für dich, wenn du jetzt wieder zu ihm gehen würdest. Du hast ja das vermutlich mal, da haben wir gar nicht erst drüber gesprochen, sehr viele Mühen schon hinter dir mit Wohnungssuche, mit Ausziehen, mit dich selbstständig machen, auf eigene Füße zu stellen. Das darfst du doch nicht alles gefährden jetzt. Und wenn der 10-mal angewinselt kommt, nein, du hast 6 Jahre versäumt, Nein zu sagen. Sei stolz, dass du jetzt Nein gesagt hast und bleib dabei. Jetzt habe ich meine eigene kleine Wohnung. So, genau. Ich habe ihn alles gelassen. Ich habe noch nicht mal so eine Küche, habe ich ihn gelassen, weil er hat mir gedroht, wenn du meine Küche nimmst. Und das war meine Küche, ne, war eigentlich meine. Aber ist egal, ich habe gedacht, ja. Scheiß der Geier was drauf. Natürlich, egal. Soll er die Küche behalten? Ja, habe ich gesagt, dann behalte die Küche. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt kommt er und sagt, ja, ich habe die neue Wohnung für uns. Sagt er, ich mache unser Bild da dran und... Ich verstehe das jetzt nicht. Nach 6 Wochen. Weißt du, Tina, es geht jetzt gar nicht mehr darum, den zu verstehen. Darum geht's gar nicht mehr. Es geht jetzt darum, dass du deine Linie durchziehst und dass du hart bleibst. Aber was soll ich denn jetzt sagen? Indem du sagst, nein, ich möchte, dass wir auseinanderbleiben. Und das Beste wäre sogar, wenn wir uns erstmal eine lange, lange Zeit überhaupt nicht sehen. Und wenn die Sache sich beruhigt hat, können wir ja in einem Jahr vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen und mal gucken, wie es dann ist. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Und Schicht im Schacht. Dann habe ich noch die alte Stromrechnung von der alten Wohnung, wo wir jetzt vor 6 Wochen noch zusammen gewohnt haben. Mhm. Das lief auf meinen Namen. Mhm. Er will dann nicht bezahlen. Und jetzt muss ich das alleine. Ich war bei der Stadtwerke. Wie viel Geld ist das? 144 Euro. Wie stehst du dich finanziell? Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Na gut, dann ist das natürlich sehr viel Geld. Gut, das muss man jetzt irgendwie noch klären. Ich weiß nicht wie, aber das sollte jetzt nicht das gravierendste Problem sein. Du hast schon schlimme Hürden genommen. Wie fühlst du dich denn jetzt die 6 Wochen alleine in der Wohnung? Nicht wirklich gut. Warum? Nein, absolut nicht wirklich gut. Brauchst du einen Typ, der dich immer drangsaliert? Ja, denke ich schon. Das ist aber auch schlimm. Was soll ich denn machen? Das war auch schlimm, aber dann ist das wirklich ein Problem, was auch tief in dir wurzelt, wenn du letztendlich so einen Typ an deiner Seite brauchst, der dir nur Schlechtes tut, wenn du gar nicht alleine anders kannst. Ja, wahrscheinlich. Das sagt mein Bruder ja auch. Nur mein Bruder sagte zu mir, also mein Bruder ist mein Lieblingsbruder, ne? Ja. Ich habe einen Lieblingsbruder. Und der sagt auch, wenn ich den Mann einmal in deine Wohnung sehe, sagt er, dann hast du mich nicht mehr. Mein Bruder kommt jede Woche und er geht mit... Hat der Bruder recht. Ich finde, das ist jetzt natürlich dann auch ein psychologisches Problem deinerseits, was da auch gravierend mit schwingt.
Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin darüber sprichst. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Beratung, eine Therapie für dich, dass du noch besser alleine auch seelisch auf die Beine kommst. Ganz gerne, würde ich gerne. So, dann machen wir das jetzt auch, dann legst du auf und die Anja ruft dich an und ihr könnt in Ruhe sprechen und alles beraten. Ist klar. Okay, meine liebe Tina. Ich bedanke mich. Toi, toi, toi. Und bleib stark und tapfer und lass dir nicht zurückkommen in deine Wohnung und geh du nicht in seine Wohnung. Domian, ich möchte auch mal gerne ein Autogramm von dir. Ja, sehr gerne. Dann sagst du gleich der Anja deine Adresse und dann schicke ich es gerne. Ich möchte auf jeden Fall mal ein Autogramm. Okay, alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Morgen ist Dienstag. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, ich habe es aus Liebe getan. Menschen tun aus Liebe die wahnsinnigsten, die verrücktesten und unter Umständen auch die schlimmsten Sachen. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr aus Liebe getan habt. Vielleicht habt ihr aus Liebe ein Verbrechen begangen. Vielleicht habt ihr aus Liebe das eigene Kind verlassen. Vielleicht habt ihr aus Liebe die Karriere aufgegeben. Oder vielleicht habt ihr aus Liebe euer ganzes Geld verprasst. Sicher gibt es da hunderte von Beispielen. Ich möchte gerne darüber morgen mit euch sprechen, zu dem Thema, ich habe es aus Liebe getan. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann über Mail unter domian@wdr.de, die ganze Nacht über, rund um die Uhr oder morgen ab 0 Uhr sind wir da. Oh, und ihr könnt uns dann natürlich auch während der Sendung ab 1 Uhr hier anrufen. Ich habe es aus Liebe getan. Was habt ihr Einschneidendes oder Dramatisches aus Liebe schon getan? Vielleicht Dinge, die ihr im Nachhinein bereut. Das kommt ja dann vor, wenn man aus dem Liebeswahn heraus ist und im Nachhinein denkt, mein Gott, was habe ich da getan? Oder vielleicht sagt ihr, es war gut, dass ich es getan habe und ich stehe dazu. Das ist unser Thema morgen. Heute, wie immer, und weiter eine offene Themennacht, eine freie Show, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050. Doris ist hier. Doris ist wie alt? Doris ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Doris. Ich bin ja froh, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Um was geht's? Es geht darum, es war vor ungefähr 12 Monaten, hatte ich hier einen Brand, also im Januar voriges Jahr. Mhm. Und musste dadurch 7 Monate bei meiner Schwester wohnen. Mhm. Ein Brand in der Wohnung? Bei mir in der Wohnung. Ich habe das nachts um 2 gemerkt. Meine Katze wurde unruhig und bin dann raus mit ihr und dann stand schon alles in Flammen. Was war passiert? Ja, das war also sehr dramatisch. Ich bin also ein Nachtmensch. Ich bin so hektisch und gehe mal sehr spät ins Bett. Ja. Und die Katze wurde unruhig. Ich gehe dann nachts mit ihrem 2 manchmal nochmal raus. Ja. Aber das, ja. Durch was war der Brand entstanden? Das ist hat im Keller angefangen. Ach so. Und und Gott sei Dank, meine Katze, die war so unruhig. Ich wollte schon ins Bett gehen, ich wollte nicht mit ihr raus. War das ein Kurzschluss im Keller, oder? Die Kriminalpolizei weiß es nicht. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe die Tür aufgemacht, die ganze Wolke kam da rein. Ich dann zugemacht, habe dann auch schon wenig Luft gekriegt, weil ich schweres Asthma habe. Bin dann sofort ins Wohnzimmer, habe die Balkontür aufgerissen, dann erstmal die Feuerwehr angerufen und wir mussten dann also auch über den Balkon dann flüchten und ich war dann so durchgedreht und habe dann nur gesagt, meine Katze, meine Katze. Mhm. Auf jeden Fall musste ich 7 Monate dadurch bei meiner Schwester leben. Und du lebst, kurze Frage noch, du lebst alleine im Haus mit deiner Katze? Ich lebe leider allein seit 2 Jahren. Ja. Ich bin geschieden und das war auch so dramatisch, aber nur gut. Und lebe jetzt alleine und ich lieb halt die Wohnung und viele sind ausgezogen, ich bin halt hier geblieben und ich bin also dann 7 Monate bei meiner Schwester, habe ich gewohnt und das Problem war mein Schwager. Wir sind immer raus rauchen, also die haben eine große Terrasse und da sind wir raus und haben dann geraucht und da hat er mich angefasst, also oben an die Brust angefasst und da habe ich gesagt, sag mal, was soll denn das? Und da hat er gesagt, ach, ich kann dich doch mal nervös machen. Sag ich, du machst mich überhaupt nicht nervös. Mhm. Ja, das widert mich an. Wie lange kennst du den Schwager schon? Der ist seit 25 Jahren mit meiner Zwillingsschwester, muss ich dazu sagen, ist er verheiratet. Ach, mit der Zwillingsschwester auch noch. Ja, und da ist die Bindung immens. Immens hoch, ja, ja. Ja, und der hat früher nie irgendwelche Andeutungen gemacht und dich belästigt oder irgendwas gemacht? Doch, also vor 25 Jahren kam er mit einer Bratwurst und Pommes frites und sagt, hier hast du was, hast du eine Bratwurst? Dann sag ich, also hör mal, du hast keine Chance bei mir. Und meine Schwester hat sich schon die Augen ausgeheult und da sag ich, du musst dann zu ihr gehen und also ich will dich nicht. Seid ihr eineiige Zwillinge? Nee, wir sind
2 Eier. Also ihr seht anders aus. Ja, auch die Charaktere, aber ich hänge halt sehr an ihr. So, zurück zum Stück. Ja. Er ging dir an die Brust. Ja, also wirklich, ich konnte überhaupt nicht fassen. Ja, und da sage ich, hör mal, du bist doch verheiratet und gut, das war dann einmal. Ja. Und das ist aber ich bei 7 Monaten, ja. Und dann habe ich gesagt, hör mal, meine Schwester, die ist, wenn die das hört, wenn die das mitkriegt. Und da seht ihr zu mir, die sitzt im Wohnzimmer und guckt Fernsehen. Das ist schon eine Unverfrorenheit sondergleichen. Mhm, ja, mhm. Ich fasse es nicht. Mhm. Ah ja, das hat er immer wieder gemacht. Und jetzt war ich nah dran, weil ich diesen Mann auch hasse. Ich hasse ihn. Hab zerfrisst, ist nicht gut für mich ever. Was soll ich machen? Auf jeden Fall sage ich ihm dann, ich werde es ihr sagen. Mhm. Oh ja, kannst du doch machen. So, jetzt habe ich mir überlegt, die sind 25 Jahre verheiratet, hatten auch ein Kind, was 6 Jahre alt war. Ja. Und das ist dann gestorben am Gehirntumor, also Krebs. Ja. Und trotzdem sind dann, das war eine schwere Zeit, und sind dann trotzdem zusammengeblieben. Mhm. Aber ich hatte Hass. Du bist jetzt von denen, bei denen wieder raus. Ich bin seit 4 Monaten wieder hier. In deiner Wohnung. Ja. Das klingt so hallig. Hast du noch keine Möbel? ja, also Schlafzimmer habe ich retten können, weil alles Metall und Glas ist. Und die Küche auch, aber das Wohnzimmer, das konnte ich halt nicht mehr retten. Muss noch ein bisschen rein. Fällt mir nur auf. Ist ja auch völlig egal. So. Ja, und das Problem, jetzt ist das Problem, ob du es ihr sagen sollst. Ja. Das ist, wie oft hat er das versucht zu machen? Immer. Immer wieder. Die 7. Was ja für eine Unverfrorenheit, ne? Ja. Und er behandelt mich auch wie ein Stück Dreck, seitdem ich geschieden bin. Wo ich noch verheiratet war, war das anders, weil mein Mann war sehr konsequent und ja, also der war... Du sagst so, ich hasse den richtig. Aufgrund dieser Sache oder aufgrund Dinge aus der Vergangenheit? Auch aus Grund von anderen Sachen. Der ist einfach, der ist kein Mann, der ist ein Waschlappen, ja. Und er ist sehr ungepflegt und wo seine dreckigen... Entschuldigung. Ja, du bist richtig in der Wut, ne? Ja. Was man ja auch verstehen kann. Ja. Was man auch wirklich verstehen kann. Ich wundere mich fast schon, Doris, dass du das so lange mitgemacht hast und nicht schon nach dem ersten, zweiten Mal deiner Schwester gesagt hast, was mal auf hier so und so läuft das. Ja, das Problem ist halt, sie ist schwer psychisch krank. Ach so. Ja, also sie kann doch alles alleine machen, ist gar kein Thema. Aber wenn es um ihn geht, die ist so verknallt in den, ich verstehe nicht, was sie an ihm findet. Keine Zähne im Mund, dreckige Fingernägel. So ein Mann hätte nie eine Chance bei mir. Und naja, vor allen Dingen, ich glaube, nach 25 Jahren ist man vielleicht nicht mehr so verknallt, sondern sie ist vielleicht in irgendeiner Weise abhängig von ihm, psychisch auch abhängig von ihm. Das würde ich... Sie könnte alleine leben, er nicht. Mhm. Und sie hat sich immer Männer ausgesucht, die so hilfebedürftig sind. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Zwillingsschwester? Das ist eigentlich gut. Eigentlich? Ja. Es klingt so nach Einschränkung. Ja, manchmal ist er halt ein bisschen dominant. Ja, aber wo ich da war ich zum Beispiel auch schwer krank gewesen, hat mich gepflegt und hat alles getan. Und da hat er mich auch in Ruhe gelassen. Ne? Das wäre noch ein schönes Ding gewesen. Also sie ist ein bisschen dominant manchmal? Zeitweise manchmal, ja. Das ist dann ein bisschen so Konkurrenz, ja. Trotz der seelischen Angeschlagenheit, was ist das für eine psychische Erkrankung, die sie hat? Sie hat auch wie ich verschiedene Ängste vor Höhen und was sie jetzt nicht hat, ich habe zum Beispiel Angst vor Spinnen. Ja gut, damit kann man ja leben. Nee, eben nicht. Nee? Das ist ganz ausgeprägt, weil ich habe ein Atopie-Syndrom. Was ist das? Das ist ein genetischer Defekt und dadurch kommt dieses Asthma. Also wenn ein Arzt mich abhört, die Lunge ist frei, aber ich kriege trotzdem keine Luft. Ah. Das ist das Problem. Ja. Und das beinhaltet auch eine übermäßige Angst. Das geht also übers Weite hinaus. Mein Psychologe, wo ich jetzt fast über ein Jahr jetzt schon fertig bin mit der Psychotherapie, hat auch gesagt, sowas hätte er noch nicht gesehen. Mhm. Wir haben also die Konfrontation gemacht mit den Spinnen. Naja. Und ich habe dermaßen, normalerweise 20 Minuten hast du Angst, dann flacht das ab. Ja. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ja. Das hat einfach nicht, ging einfach nicht runter. Und so ist halt mein ganzes Leben. Ich bin also habt ihr beiden Frauen ähnlich so Probleme damit? Ja, sie hat es nicht. Sie hat es nicht, diesen Gen. Das nicht, aber sie hat auch Angstgeschichten, also Angsterkrankungen, vielleicht kann man es nicht sagen, aber? Ja, sie hat halt auch vor Höhe zum Beispiel Angst. Ja.
Gut, also dann, das ist so ein Ding, wo ich jetzt so, ich sag mal, aus weiter Ferne, ohne jetzt die Details zu kennen, würde ich fast so sagen, okay, dann kann man ihr das zumuten, ihr zu sagen, dass ihr Mann die eigene Zwillingsschwester angrapscht und immer wieder angrapscht. Ich habe halt die Angst, dass es dann zusammenbricht und das Problem ist, ja, wenn ich ihr das sage, dann sagt sie es mal natürlich meinem Schwager und er ist ja so ein Depp, der würde glatt sagen, ja, das war doch nur Spaß. So, ja. Das hätte zur Folge, dass er mich eventuell nicht mehr in die Wohnung lässt, weil er ist schnell auch aggressiv. Das ist das Problem. Und aber, weißt du, wenn der sagen würde, das war doch nur Spaß, würde er sich ja selbst entlarven. Ja, der ist so dumm. Es wäre schlimmer, wenn er sagt, das stimmt gar nicht, das ist gelogen. Das wäre schwierig für dich dann. Dann steht ja Aussage gegen Aussage. Ja. Aber wenn sie, ich meine, Gott, sie muss ihn doch auch beobachten. Wenn man 25 Jahre mit einem Menschen zusammen ist, muss man doch auch einen Blick für den haben, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist. Ja, sie seht ja zeitweise, sagt sie, na, du findest die Doris, also ich bin jetzt die Doris, du findest die Doris aber hübsch, ne? Siehst du, da liegt doch da irgendwie was in der Luft auch, dass sie das, also wie auch immer, Doris, ich könnte da meinen Mund nicht halten. Ja, das war, ich bin bald kaputt gegangen, ja. Ich habe mich geschüttelt, also, der ist reingegangen, ich habe noch eine Zigarette geraucht, ich habe mich geschüttelt, so geekelt. Ja, deswegen wundere ich mich, dass du das über so viele Monate ausgehalten hast, ich hätte es nicht ertragen. Ich halte schon vieles aus, nur ich gehe daran auch zugrunde. So, das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache. Aber auch, ich meine, das ist ja auch eine Loyalität deiner Schwester gegenüber, deinen Mund aufzumachen. Stell dir mal vor, das kommt irgendwann doch mal raus. Und dann erfährt deine Schwester das. Dann wird die doch wahrscheinlich sagen, warum hast du denn deinen Mund nicht aufgemacht damals? Weißt du? Ja, normalerweise könnte sie es nicht erfahren, das weiß ich ja nicht. Ja, aber du weißt, alles kann irgendwie mal doch irgendwie rauskommen oder was anderes. Und dann sagt sie, so, das gab es damals auch schon und du hast es mir nicht gesagt? Also ich würde sagen, Doris, ich sag dir so meine Meinung, ich würde es sagen. Ich wüsste nicht, warum man so einen Typ schützen soll. Ja, nur ich habe Angst, dann bricht er zusammen. Ja gut, das ist natürlich jetzt wirklich ein Problem. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie schwer ihre psychische Erkrankung oder Angeschlagenheit ist. Das würde ich gerne mal, dass du das mit meiner Psychologin erörterst. Die kann auch ihren Krankheitszustand, sofern es sich um eine Krankheit handelt, einschätzen und ob das noch im Rahmen möglich wäre. Ich kann ja nur sagen, ich hasse diesen Mann ab. Der passt nicht. Wir sind alles Akademiker, also außer ich jetzt. Aber der hat noch nie in unsere Familie gepasst. Ich hasse ihn. Boah, du bist ja so voll. Ist denn noch was Schlimmeres passiert? Naja, also, ja, der ging mir dann auch mit der Hand zwischen die Beine und hat gesagt, du hast keinen Mann mehr. Und er weiß, wie schwer die Scheidung für mich war. Und da bin ich ja fast zugrunde gegangen. Ich wollte mich also umbringen nach der Scheidung. Ich muss sagen, ich war mit einem Afrikaner verheiratet. Und der hatte einfach alles. Der hatte Intelligenz, der hatte Einfühlungsvermögen. Ist ein anderes Thema. Ja. Ich würde sagen, Doris, wir belassen es dabei, so wie wir es gerade besprochen haben. Mhm. Und ich biete dir unseren Rückruf an, um das nochmal zu besprechen, was der Schwester eventuell zuzumuten ist. Ich finde, dass du das alles nicht so mitmachen solltest. Ne? Das ist schwer, so. Bin ich. Ja, das glaube ich. Ich brauche meine Schwester, der lässt mich dann nicht mehr rein. Und ja. Jetzt rufen wir dich zurück und du legst bitte auf. Okay, danke dir schön. Alles Liebe, Doris. Und kann ich noch ein Autogramm von dir? Ja, du sagst bitte auch deine Anschrift gleich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ich habe es aus Liebe getan. Ich möchte gerne mit euch Liebesverrückten, wobei das klingt vielleicht ein bisschen nett und vielleicht auch ein bisschen lapidar, sondern mit euch, die ihr schon große Sachen, sowohl gute, aber vielleicht auch sehr schlimme Sachen aus Liebe getan habt, aus Liebe zu einem Menschen, wo alle Kategorien, alle Moral vielleicht oder alle Werte, die einem so wichtig sind, die habt ihr über Bord geworfen und habt es einfach getan, aus Liebe zu diesem Menschen. Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr bei uns an. Hier ist der Ingo. Ingo ist 29. Hallo Ingo. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Und zwar, vor 2,5 Jahren habe ich ein Mädel kennengelernt, übers Handy, besser gesagt. Übers Handy? Ja, übers Handy. Wie das? Es war ein ehemaliger Freund bei mir, der hatte Schwierigkeiten mit der Beziehung mit ihr. Und habe mich darum gebeten, ich soll jetzt mit ihr reden. Habe ich auch getan. Aus dem Reden wurde halt dann SMS schreiben.
Und aus dem SMS-Schreiben wurde halt dann ein bisschen mehr. Ja. Telefonate. Und mit den beiden war es dann zu Ende, oder wie? Ja, genau. Ja. Und ich kann mich noch an die Nacht ganz genau erinnern, da hat sie mich dann ausgequetscht, weil ich wollte meine Liebe eigentlich nicht gestehen, aber weil sie eben mit ihm zusammen war, es war mein bester Freund, da wollte ich nicht dazwischen funken. Ach so, das war noch dein bester Freund. Ja. Und dann hat sie mich... Also du, im Prinzip wolltest du vermitteln, ne, durch das Gespräch. Ja, genau. Mhm. Und dann hat sie mich so in die Enge getrieben mit ihren Fragen, bis ich ihr dann meine Liebe gestanden habe. Und zugleich habe ich dann auch erfahren, dass sie an einer sehr schlimmen Krankheit erkrankt ist. Nämlich? Die aggressivste Form von Leukämie. Ja. Ja. Das wusstest du vorher nicht von deinem Freund? Nein, nein. Wie lange waren denn die beiden vorher zusammen gewesen? Die waren zusammen, ja. Ja, wie lange? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Du weißt von deinem besten Freund nicht, wie lange der mit seiner Freundin zusammen war? Ich habe mich da nicht so drum gekümmert. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch selber gesundheitliche Schwierigkeiten. Mich wundert auch überhaupt, dass du sie nie persönlich gesehen hast. Man sieht doch immer die Freundin des besten Freundes. Die trifft man doch. Nee, die habe ich nicht gesehen gehabt, weil sie da zu dem Zeitpunkt dann schon in den Staaten drüben war. Ach so, aus Amerika? Nein, sie kam schon von der Nachbarortschaft von uns. Hm? Aber durch das, wo sie krank war, haben sie es dann gleich weg. Die haben es erst nach Erlangen, da hat mir das Todesurteil eigentlich schon ausgesprochen. Ah, dann kam sie nach Tübingen. Ja. Und von Tübingen, da haben sie zweimal Chemo gemacht. Mhm. Und die arbeiten mit, die starten zusammen mit einem Medikament, das was in Deutschland nicht zugelassen ist. Verstehe. Und dann hat ihr Vater, der arbeitet für Microsoft, ja, sofort rüber in die Staaten, ja, in die Spezialklinik nach Denver. Hat sie denn dieses Liebesgeständnis aus dir herausgequetscht? War sie da schon in den Staaten? Ja. Und sie war da schon sehr schwer erkrankt? Ja. Wie ging's weiter, Ingo? Ja, wie ging's weiter? Sie hatte dann mehrere Bestrahlungen, mehrere Chemos nochmal, mhm, und eine Knochenmarktransplantation. Mhm. Und es ging dann erst bergauf und auf einmal hatte sie dann wieder einen Rückfall. Alles in den Staaten? Ja. Und ihr habt nur telefoniert? Ja, genau. Und Briefe geschrieben. Also ich habe der längste Brief, den was ich hier geschrieben habe, der hat 36 Seiten gehabt. Wusste zu diesem Zeitpunkt dein bester Freund, dass du mit ihr ja quasi jetzt enger verwandelt bist? Er hat es dann mitgekriegt, ja. Ja. Hm. Und jetzt mittlerweile ist es halt nun, also heute Vormittag habe ich es erfahren, weil sie hätte jetzt Ende Februar kommen wollen oder sollen und wir wollten eigentlich im Mai heiraten und jetzt ist es das vierte Mal, wo sie eben nicht kommt. Moment mal, das Ganze war vor 2,5 Jahren. Mhm. Ist sie so lange in den USA? Ja. Und du hast sie nie gesehen? Nein. Und ihr wolltet heiraten? Wir kennen uns von Bildern, SMSen, Briefen, langen Gesprächen. Unser längstes Telefongespräch, das hat 5 Stunden 34 Minuten gedauert. Ja schon, aber warum heiraten? Wir haben gesagt, und das ist unsere Einstellung, entweder wir passen zusammen oder wir passen nicht zusammen. Also entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Gut. Das finde ich auch eine gute Einstellung. Deswegen muss man ja noch nicht gleich heiraten. Ja doch, also wir haben gesagt, wir wollen heiraten. Nur jetzt ist es so. Und die das war schon ein paar Mal vereinbart und sie kam nicht, oder wie? Ja, sie kann nichts dafür. Jetzt zum Beispiel, dass sie jetzt wieder nicht kommen kann, das liegt daran, dass bei uns der Norovirus ausgebrochen ist. Mhm. Dieses schlimme Durchfallvirus, der für gesunde Menschen nicht dramatisch ist, aber wenn jemand angeschlagen ist, ist es schon, kann das lebensbedrohlich sein. Ganz genau. Und für sie ist es lebensbedrohlich. Warum bist du denn, ich meine, 2,5 Jahre sind 2,5 Jahre, warum bist du denn nicht mal in die USA geflogen? Man kann doch ganz billig mittlerweile dorthin fliegen. Bei mir ist es im Moment mit dem Beruf so, ich habe erst sehr gut verdient, mhm, durch eine schwere Krankheit auch. Ich hatte auch Chemo und ich war auch im Rollstuhl gesessen. Oh, was hast du denn gehabt? Zu einem hatte ich einen schweren Arbeitsunfall. Ich bin Pferdewirt und Reitlehrer. Mhm. Und mir hat ein 4-jähriger Hengst meine Wirbelsäule gebrochen, dritter und vierter Lendenwirbelbruch. Mhm. Und da war ich lange im Rollstuhl gesessen. Gut, da und kannst du nicht, ist das mit dem Reisen schwieriger. Und wieso hattest du auch eine Chemotherapie? Eben dadurch, durch das ich im Rollstuhl gesessen bin, wurde das zu spät festgestellt, haben sich in der linken Niere Metastasen gebildet. Ach, hat das mit dem Sitzen im Rollstuhl zu tun? Hängt wahrscheinlich damit zusammen, ja. Merkwürdig. Es konnte zwar nie hundertprozentig nachgewiesen werden, dass es davon kam, aber es ist eine Kernbestimmung gewesen. Dir geht es aber wieder ganz gut im Moment?
Gesundheitlich oder psychisch? Gesundheitlich. Gesundheitlich, es geht. Ich habe halt immer noch Schmerzen in der Wirbelsäule, die werde ich aber auch mein Leben lang haben. Kannst du denn laufen wieder? Ich kann wieder laufen. Und der Krebs ist soweit auch erstmal im Griff? Ich muss jetzt im März muss ich zur Nachuntersuchung und da ist mir nicht ganz wohl dabei. Aber du hast keine Beschwerden, das ist nur so eine Angst. Was heißt Beschwerden? Ich habe auch in der Niere Schmerzen. Ach so. Und Da bist du aber in eine merkwürdige Geschichte hineingeraten, dass du selbst so etwas erlebst und währenddessen mit einer Frau verbunden bist, die noch schwerer. Ich finde das ganz merkwürdig mit dieser Frau und 2,5 Jahre. War sie denn immer so krank, dass sie im Krankenhaus lag in den USA? Ja. Also sie hätte auch nicht mal hier rüberkommen können. Nein, keine Chance. Sie hat in New York. Jetzt frage ich dich mal etwas ganz, ganz Provokantes. Bist du sicher, dass das alles stimmt, was sie dir erzählt? Ja. Hast du da Beweise für? Ich habe mit ihren Eltern telefoniert, viel. Ihr Bruder, der arbeitet beim Flughafen, der war ein paar Mal drüben bei ihr und hat mich auch besucht. Und, also die erzählen das alles genauso, wie sie es auch dir erzählt. Also das ist keine Lüge oder sonst irgendwas. Ja, es gibt ja die verrücktesten Sachen, was Leute an Identitäten erfinden. Und, und nun hat sie abgesagt und jetzt? Ja, und ich weiß eben nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Weil durch das jetzt bei mir hier in der Familie, weil wir wohnen hier in einem Haus, da sind auch familiäre Probleme, wo alles auf mich zukommt, wo es alle auf mich zukommen, ich soll da was tun und alles organisieren, weil es betrifft meinen kleinsten Bruder auch mit im Moment. Also jetzt kommt noch eine neue Geschichte, tut sich da auf. Ja. Sag mal was, lass uns das mal noch nicht vertiefen. Wenn sie denn gekommen wäre, wie hättet ihr euch denn eure Zukunft vorgestellt? Wollte und sollte sie denn hier bleiben? Ja. Sie will ja nicht drüben bleiben. Sie will ja rüber, also nach Deutschland kommen. Sie will hier zu mir her. Gut, aber wenn es jetzt nur um diese Virusgeschichte geht hier, die ist ja hoffentlich in ein paar Monaten vom Tisch, dann verzögert sich das Ganze doch vielleicht maximal bis ins Frühjahr. Und dann könntet ihr zusammen sein. Das, ich muss jetzt ehrlich sagen, und das habe ich ihr heute auch per E-Mail geschrieben, ich glaube jetzt schön langsam nicht mehr daran, dass sie heuer überhaupt noch kommt, auch wenn sie es jetzt sagt und sie es möchte. Also hältst du es für eine Ausrede? Nein, nicht für eine Ausrede, aber braucht nur wieder irgendwas dazwischen kommen oder die Ärzte geben ihr das grüne Licht nicht, dass sie fliegen darf, weil es ein 14-Stunden-Flug ist, wo sie sehr anstrengt, glaube ich nicht daran, dass sie heuer noch kommt. Also heuer heißt überhaupt noch kommt? Ja. Könntest du denn rein theoretisch, du könntest doch jetzt fliegen, ne? Ich bin ehrlich, bei mir schaut es beruflich im Moment sehr schlecht aus, weil ich musste mich zwangsweise hier im Arbeitsamt selbstständig machen. Also du hast nicht genug Kohle dafür oder keine Zeit? Ganz genau. Wobei, wie gesagt, es gibt ja mittlerweile so extrem billige Angebote, dass man für ein Apfel und ein Ei dahin fliegen kann. Ihr Vater hat sich schlau gemacht. Und ich habe mich auch schlau gemacht, also das mit den Billigangeboten stimmt nicht ganz so. Ich habe einen ganzen Tag hin und her telefoniert. Der billigste Flug darüber, ohne Pause, also ohne Zwischenlandung, ohne alles, Direktflug, kostet über 1000 Euro. Wohin? Direkt nach Denver. Jetzt kenne ich aber meine Zuschauer und Zuhörer. Jetzt sitzen aber die Fachleute da schon vom PC und sagen, werden uns gleich mailen, never. Das gibt es viel billiger, das kostet nicht 1000 Euro. Pass mal auf, Ingo, ich biete dir mal an, ich bin sicher, dass sehr aufmerksame Zuschauer jetzt wirklich für dich recherchieren im Netz. Okay. Wenn die was Interessantes rauskriegen, dann können die uns das bitte, mailt uns das doch bitte, ihr Lieben. Und wir geben das mal an den Ingo weiter. Vielleicht finden die ein super billiges Angebot für dich und dann fährst du mal runter, dann fliegst du mal runter, damit da endlich mal ein bisschen wirklich auch Realität in den Kontakt kommt. Ich würde sofort fliegen. So, das wird doch vielleicht eine tolle Aktion. Also ihr Lieben, bitte, ihr Freaks, die ihr im Netz rumsucht nach billigen Angeboten und so. Der Ingo will von wo willst du fliegen? Ich muss aus der Oberpfalz fliegen, Hambach. Ja, Hambach wird's ja, was für ein großer Flughafen ist da in der Nähe? Nürnberg. Zur Not geht München auch noch, ne? Ja. Gut, sagen wir Nürnberg oder München. Nach Denver, USA.
Da wollen wir ein super billiges Angebot haben. Bitte sucht was raus und mailt uns das an domian@wdr.de. Und dann geben wir das an Ingo weiter und dann kann der Ingo endlich seine Liebste kennenlernen. Und wenn man sich dann gegenüber sitzt, kann man ja viel mehr Pläne machen und gucken, wie es weitergeht. Ja, eigentlich war es ja so geplant, dass sie eben rüberkommt und hier auch bei mir einzieht. Deshalb ist ja auch die Wohnung schon nach ihren Wünschen gestaltet worden. Die habe ich komplett umgebaut. Aber wie komisch, dass du dann glaubst, die kommt jetzt gar nicht mehr. Ja, was heißt gar nicht mehr, dass sie heuer nicht mehr kommt? Weil, wie gesagt, es ist jetzt... Ich bin das Bayerische nicht so mächtig. Was heißt denn nur heuer? Heuer heißt, wann, jetzt, zur Zeit, oder wie? Nee, nächstes Jahr, dass sie da rechne ich damit, dass sie kommt. Ach so. Also, umso schöner wäre es ja, wenn du sie vorher mal sehen würdest. Schon, ja. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Ich bin über Radio Antenne Bayern bin ich gegangen. Aha. Ich habe sogar bei Sat.1 angerufen, bei Nur die Liebe zählt. Was hast du denn bei Antenne Bayern wollen? Da gab es eine Aktion für ihnen, und zwar eine Stunde geschenkt. Ja? Wegen Telefonieren. Ach so, wegen Telefonieren. Ja, weil es haut ja auch nicht immer hin bei uns und es ist auch nicht ganz billig, muss ich sagen. Also, ich will es nochmal klarstellen. Diese Idee jetzt mit dem Flug, das ist jetzt wirklich zufällig in unserem Gespräch entstanden. Du hast jetzt hier nicht angerufen, um nach einem Flug zu betteln oder so. Nee, wirklich nicht. Das ist jetzt meine Idee gerade gewesen, gerade während unseres Gesprächs. So, Ingo, jetzt brechen wir es ab. Ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was wir an Mails bekommen. Gute, billige Verbindung zwischen Nürnberg oder München nach Denver, USA. Für einen Menschen, der nicht viel Kohle hat, aber ein großes Liebesbedürfnis hat und gerne seine Freundin kennenlernen möchte. Ne? So, und wenn was kommt, werden wir uns sofort mit dir in Verbindung setzen, Ingo. Okay. Okay, alles Gute und ich drücke dir Daumen. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und ich sehe gerade mit Entsetzen, dass mein kleiner Dekorationshirsch hier umgekippt ist. Das darf natürlich nicht sein und der aufmerksame Zuschauer wird das schon längst gesehen haben. Ihr lieben Radiohörer, ich habe immer hier vorne auf meinem Tisch einen kleinen Metallhirschen stehen, der zu jeder Sendung aufgestellt wird und tagsüber hier im Schrank schlummert. Ja, und der war gerade umgekippt. So, was machen wir jetzt? Jetzt geht's weiter mit der Andrea. Und Andrea ist 24. Guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Hallo Andrea. Hallo. Schön, dass du da bist. Und um was geht es bei dir? Ja, es geht um meinen, also ich bin verliebt. Ja. Und groß verliebt? Ja. Ja. Sehr groß. Sehr groß. Und ich bin verheiratet. Eine Bitte, Andrea. Ja, bitte. Stellst du den Ton von deinem Fernseher oder von deinem Radio ganz ab? Okay. Dann können wir schöner und besser sprechen. Okay. So, du bist groß verliebt und bist aber auch verheiratet. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht groß verliebt in deinen Mann bist, sondern dass es sich um einen anderen Mann handelt. Genau. Mhm. Es geht halt um einen Verwandt mit ihm. Ein Verwandter von deinem Mann? Genau. Mhm. So mal zu die Grundfakten. Wie lange bist du verheiratet schon? Ungefähr seit 2 Jahren. Ja, und verliebt? 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Das heißt, diesen Mann, in den du groß verliebt bist, den kanntest du schon, also den gab es schon vor deiner Ehe? Ja, genau. Warum hast du dann nicht den Mann geheiratet, sondern deinen jetzigen Mann? Weil es gab Probleme mit den Eltern. Die wollten das nicht. Steckt da eine Zwangsehe hinter? Ungefähr so, ja. Eine arrangierte Ehe? Ja, genau. Du kommst aus einem muslimischen Elternhaus? Genau, ja. Also, dann ist das kompliziert. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Ehemann? Gar nicht gut. Also da ist keine Liebe im Spiel? Nein. Ist Gewalt im Spiel? Gewalt ist nicht im Spiel, nein. Ihr lebt so nebeneinander her? Genau. Schlaft ihr miteinander? Nein. Habt ihr schon mal miteinander geschlafen? Ja. Wie viel Mal? Ach, ungefähr 4 Mal. Das ist nicht viel? Nein. Und das war wahrscheinlich auch nicht schön für dich? Nein. Hat er dich dazu gezwungen? Er wollte es ja immer. Und dann hast du es über dich ergehen lassen?
Genau. Gibt es schon Kinder? Nein. Nein. Und dieser Mann, in den du groß verliebt bist? Ja. Wie oft siehst du den? Jeden Tag. Wie kommt das? Er ist halt eben mit meinem Mann verwandt. Verwandt und kommt zu Besuch dann zu euch? Genau. Und ihr müsst dann immer Theater spielen? Genau. Und ich vermute, dass diese Sache absolut geheim ist. Das weiß niemand, oder? Genau. Auch nicht die beste Freundin? Nein. Ich bin jetzt die erste fremde Person, mit der du darüber sprichst? Genau, ja. Das ist aber eine Belastung. Ja. Bist du denn manchmal auch dann alleine mit dem Mann, den du so liebst? Ich versuche es immer, dass ich ihn halt sehe. Aber es ist halt nicht oft, also ab und zu. Ich habe jetzt vorausgesetzt, dass dieser Mann dich auch sehr liebt. Ja. Also ihr habt ein richtiges Liebesverhältnis miteinander. Genau. Hattet ihr denn schon Gelegenheit, miteinander zu schlafen? Das hatten wir auch gehabt. Habt ihr auch gehabt. Und das war wahrscheinlich für dich dann wunderschön, im Gegensatz zu dem Sex mit deinem Ehemann. Genau, ja. Wenn ihr beiden miteinander alleine redet, du und dein Mann, den du so liebst, ja. Wie denkt ihr euch die Zukunft? Nicht gut, also wir sehen das gar nicht gut. Meine Eltern hätten was dagegen, seine Eltern genauso. Und ich weiß nicht, also meine Eltern sind sehr brutal und sowas. Ja. Die würden mich überall suchen halt. Das heißt, du hast Angst auch um deinen Leib und deine Gesundheit. Genau, ja. Wenn du sowas machen würdest, könnte es sein, dass deine Familie dich zusammenschlägt. Genau. Und vielleicht sogar deinen Mann auch. Ja. Das ist eine schlimme Situation, Andrea. Ja, ich mache mich auch sehr kaputt mit sowas. Also ich esse kaum. Ich esse manchmal 2 Tage lang nichts. Immer nur am Rauchen. Damals, als die Ehe angetreten wurde mit deinem Ehemann, da gab es keine Möglichkeit für dich, dich gegen diese Ehe zu wehren? Nein, mein Vater hat das alles gemacht. Der hat gesagt, das ist arrangiert und das wird jetzt gemacht, Punkt aus, da fragen wir das Mädchen nicht nach. Genau. War denn dein Mann mit dieser arrangierten Ehe einverstanden? Ja, er liebt dich, ja. Er liebt dich? Ja. Meinst du, stimmt das wirklich oder redet er sich das ein? Es stimmt wirklich. Ich habe ihm wie oft gesagt, dass er mich verlassen soll. Aber er spürt dann ja auch, dass du unglücklich bist. Ja. Du hast ihm auch gesagt, dass du ihn nicht liebst? Ja. Das heißt, für ihn ist die Situation auch sehr belastend. Ja. Kanntet ihr euch denn vorher oder? Ja, wir kannten uns vorher. Das schon. Ja. Also stelle ich mir euer Leben sehr, sehr bedrückend vor. Man spricht nicht so viel und wie gesagt, man lebt so nebeneinander her. Genau, ja. Er ist halt kaum bei mir und er hat das Ganze so weit geführt irgendwie, dass ich halt fremd gehe sozusagen. Ja, mit deinem Geliebten. Genau. Da ist guter Rat, aber jetzt sehr kompliziert, Andrea. Weißt du, ich habe ja hier in der Sendung schon mit Frauen gesprochen, die in ähnlicher Lage waren wie du. Und die haben mir dann aber Geschichten erzählt, die wirklich sehr hart sind. Die sind mit ihrer großen Liebe, sind die wirklich geflohen. Und das ist natürlich eine Sache, die man auch nicht einfach so raten kann, weil das ist verbunden mit unfassbaren Komplikationen. Ja, das könnte ich ihm auch nicht antun. Dein Mann? Nee, den ich über alles liebe. Nein, der sollte ja dann mit dir gehen. Ich möchte ihm das aber nicht antun, weil wo denn? Er schon an seinen Eltern hängt. Und ja, das ist immer dann verbunden mit, man verliert alles. Genau. Und ich möchte nicht, dass er später irgendwann zu mir sagt, dass ich an allem schuld bin oder so.
Hat er denn, oder hat einer, habt ihr denn mal über diese Möglichkeit gesprochen? Wir einfach haben schon, ja. Zu gehen, einfach euch, einfach zu verschwinden. Ja. Irgendwo unterzutauchen mit anderem Namen und ein neues Leben anzufangen. Ja, das haben wir schon gemacht, nur er möchte das halt nicht, er hat so viel Angst davor. Er sieht doch diesen Respekt, also er hat sehr großen Respekt davor, wegen seinem Verwandten halt. Und ja, wenn man das macht, müssen das beide wirklich hundertprozentig wollen. Ja. Ich habe auch viel zu viel Angst davor. Bei mir ist kein 100% da, oder? Vielleicht 80%, aber. Ich finde die Situation ganz schlimm, Andrea. Ich finde es ganz schlimm. Ich sitze jetzt hier und weiß gar nicht, was ich dir raten soll. Weil ich weiß, in welcher Zwickmühle du steckst. Alles, was du tust... Am liebsten würde ich ja ganz damit aufhören. Nur das ist halt... Ich kann das einfach nicht. Es ist dein Herz. Nicht. Ja, es ist dein Herz und deine Liebe. Und du wirst auch, wenn du 1000-mal überlegst, wirst du auch keine Liebe entfachen für deinen Ehemann. Wenn du ihn nun mal nicht liebst, dann liebst du ihn nicht. Ja. Und du weißt, was Liebe bedeutet, wenn du das Gefühl dir anguckst, was du zu deinem Freund empfindest. Ja, genau. Hast du Angst, dass du krank wirst? Ja. Hast du ganz schlimme Sachen auch schon gedacht, dass du das Leben nehmen willst? Schon öfters. So darf keine Kultur sein, dass sie Menschen in eine solche Enge treibt. Ich wünsche mir auch sehr ein Kind von ihm. Von deinem Geliebten. Genau. Damit ich meinen Kindern nicht das gebe, was man mir gegeben hat, also dieses Schlechte. Du würdest deinem Kind Freiheit schenken. Genau. Wahrscheinlich würde ich mich dann wohler fühlen. Weißt du, Andrea, es gibt in Deutschland mittlerweile, ich weiß nicht wo überall, aber wir haben das hier im Hintergrund notiert, Vereinigungen von Frauen aus verschiedenen Kulturen, wo sich Frauen zusammentun, die in so Lagen, Situationen sind wie du. Da würde ich dir gerne einen Kontakt herstellen. Es ist die einzige Idee, die ich im Moment habe, weil du dann mit betroffenen Frauen ganz anonym telefonieren kannst und beraten könntest, was zu tun ist. Denn es darf nicht passieren, dass du krank wirst, es darf nicht passieren, dass du dir das Leben nimmst. Können wir dich zurückrufen jetzt gleich? Geht das? Ja, gut. Gut, dann, es kann vielleicht nur ein paar Minuten dauern, weiß ich nicht. Aber wir rufen dich zurück und werden dir diese Adresse, diese Telefonnummern geben. Dort kannst du dich hinwenden und vielleicht gibt es einen Hinweis, eine kleine Hilfe. Okay, du mir. So machen wir das, Andrea. Alles okay. Liebe, alles Dankeschön. Gute von Herzen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Ansgar Machalitzki. Morgen heißt unser Thema Ich habe es aus Liebe getan. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage